Jo Leute, willkommen zur nächsten Folge von Mini-CA5. Ich bin ganz froh, dass ich hier sein darf. Weil irgendwie, ja, ich habe gerade den Server gestartet. Und wollte halt joinen. Und mich auf den Server gejoint. Also erstmal war ganz lange Loading Tray, ganz lange. Hab mich auf den Server gespawnt. Und dann war direkt Timed-Out. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, jetzt habe ich den Server neu gestartet, jetzt ging's. Keine Ahnung, was da los war. Ist natürlich nicht so schön. So, hi, wir sind wieder back auf jeden Fall. Quazzarino ist auch am Start. Das war mal Quazzarino. Aber ich freue mich natürlich über Kostat und ein Schild. Jo. FKS lebt auch noch. So, wenn wir hier hingehen. Eine Dirtkiste? Nee, ne? Also doch schon, aber. Da tue ich manchmal nicht die Kostat hier rein. Lieber hier, dann Schilder. Dahin. In 10 Minuten brauche ich eh wieder ein Schild. Safe. Ist am Briefkasten schon drin? Nee. Habe ich ihn bloß noch aufgestellt. Jo, ansonsten. Wir gucken uns mal hier den Keller an von Weißmau. Den habe ich anscheinend übersehen. Nämlich hier unten. Entweder war ich blind auf beiden Augen oder auch blöd. Aber hier ist auf jeden Fall sehr viel zu sehen. Jo, sehen, was da entsteht. Vielleicht auch so ein Zauberschrauber, also keine Ahnung. Wer weiß. Der hat immer viele Ideen. Da kann alles rauskommen. Also eine Shisha-Bar oder so. Natürlich die Post. Ja, cool. Schmeckt auf jeden Fall. Ansonsten habe ich keine neuen Teilnehmer. Ich habe noch geguckt. Da ist mir erstmal nichts gesehen. Ich meine, da sind noch mehr irgendwie Teilnehmer im Projekt, aber zu wenig Häuser. Ja, ich habe irgendwie Leute gemeldet und so. Ich habe ja auch mal alle keine Häuser gebaut. Was ich auch komisch finde. Was ist das hier für ein GS? Das neu oder willst du so evil creepy der hier wohnt? Keine Ahnung. Naja, ansonsten habe ich noch gefragt, was ihr sehen wollt, ob ich eine Monster-Tour machen oder was anderes. Ist wahrscheinlich keine Kommentare dazu bekommen, deswegen muss ich das mal wieder selber entscheiden hier. Was ich erstmal mache, ist halt das nicht so verschmelzen hier. Ich fange mal mit Gold erstmal an, damit es auch wieder weg ist. Und dann würde ich sagen, ja, okay, jetzt habe ich natürlich hier einen Tag. Ja gut, dann holen wir uns erstmal Wheat und Karotten, der Herkautenbeutel hier. Carrots. Jo, ich hoffe, die sind nicht ausgerundet worden oder sonst ein Problem. Ja, auch wer den Holz hier bedient, ey. Ist auch nicht mal so schön. Aber die Karotten sind alle schon noch da hier. Die für Ehrenbruder Basis. Ich habe ja noch was gehabt, irgendwie im. Dings, wie soll ich sagen, Leid im Schuppen. Von der Ton Schulders. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Zack. Ja, ist zu viele Schweine, die muss ich bald auch mal schlachten. Macht das ja hier. Sollen sie züchten. Ich will vielleicht mal sowas mit Redstone vielleicht mal machen. Zum Casino. Weißt du? Ich will mal so ein.
Ah, lass mal irgendwie paaren. So, perfekt. So quasi so ein Gebäude. Casino halt einfach, weißt du? Da gibt es ja so eine Technik mit Redstone und so. Zufallsgenerator. Die Frage ist, ob das noch funktioniert hier in der 1.13. Ich habe noch nicht mal gebaut, irgendwie 1.11 oder so mal. Und 1.8 oder 1.9 oder sowas. Oder was war das? Wann war das? Habe ich irgendwie 2016 mal gebaut. Keine Ahnung, April oder so, März. Anfang 2016, weiß gar nicht, welche Version da draußen war. Einfach 10 oder erst später. Einfach 9 war schon draußen. Ich frage, ob ich 1.9 gespielt habe. Ja. Ja, glaub ich glaube nicht, ich glaube, ich habe einfach 8 gespielt. Okay, dann. Ja, vielleicht kann man das mal machen. Oder vielleicht so ein neues Design, keine Ahnung. Dann kann ich jetzt mal bauen. Why not? Das ist mal ein schönes Casino hier, ne? Wie es gehört. Kann man so die Pico hinschreiben. Dann kann man da schon wetten gehen. Die ganzen Nachbarn hier. Na. Ja, schon cool, so viele Nachbarn zu haben. Alle wollen wir neben mir leben. Ey, schon heftig, ne? Selbst der Andadan ist auf den Server gekommen. Ey, heftig. Okay. Ja, Monster-Tour wollte ich ja machen. Dann Timesetten mit ihm. Den Day einfach mal auf Night. Der Film wäre richtig geil. Ich bin viel zu heiß draußen, ey. Jo, Alter, diese Mauer hier. Ja, das sollte auch wieder in die 38 Grad oder so werden. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich das mir aushalten soll. Das Dumme war ja auch gestern noch. Gestern Morgen habe ich so geguckt auf Wetter-App. Und dann war so Samstag, also Freitag wird es irgendwie so 32 Grad und Samstag irgendwie noch 23 und Gewitterregen so halt, ne? Guck ich gestern Abend, aber wir sind Samstag 32 Grad und Sonne. Ich habe keine Ahnung, wie kann man sich so verschätzen. Ich habe das schon mal angesprochen in Alpha, diese ungenauen Wetterprognosen. Aber Digga, wie kann man. Das ist doch scheiße, was die da machen. Ich verliere doch hier, ey. Aber weißt du, die schreiben am Morgen noch hin, jo, 23 Grad, Gewitterregen. Und abends dann noch wieder 32 Grad und Sonne. 0% Regen, ja Junge. Wir müssen doch einfach nur für den nächsten Tag die Prognose machen und auch irgendwie so in der Woche zu machen. Es ändert sich sowieso. Aber genau, das könnt ihr nochmal nachlesen in der Wetter-App. Also nicht in der Wetter-App, sondern in meinem Wetter-App-Video. Minecraft Alpha. Habe ich mir das schon damals aufgeregt. Weil man sich nicht verlassen kann. Da freut man sich, jo, es gibt endlich Regen. Nach 32 Grad und so, das ist eine Abkühlung. Im Moment auf jeden Fall so eine Scheiße. Ich meine, wer hält das dann aus, ey? Oh, wie soll ich dann denke, 38 Grad. Der bewegt einmal sein Bein und schon von Schweiß gebadet, weißt du? Ist nicht schön, ist nicht schön. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen, hier schön 23 Grad zu haben und Regen. Also Regen soll es irgendwie Sonntag jetzt geben. Aber das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich guck mal ganz live. Ich habe irgendwie heute Morgen geguckt, vor 3 Stunden. Jetzt gucken wir mal. Ah doch, jetzt steht wieder hier Samstag. Ja gut, Samstag nach Regen. Regen schon mal, Samstag nach. Auch nur 20%. Weiß nicht. Irgendwie, 20%, das wird eh nicht regnen. Ja, und Sonntag dann Gewitterregen, morgens dann halt irgendwie Sonnenmix. Bei 28 Grad. Keine Ahnung. Und Freitag werden es aber 36, ey. Alter, das sieht doch keiner so aus. Ich weiß nicht, wenn es richtig bedeckt werden, ne? 36 Grad.
dann könnte man vielleicht noch etwas besser aushalten. Also gestern war es auch 29 Grad und auch bewölkt, habe ich nicht geschwitzt, ja. Ich meine, wir sehen hier 26, 38 Grad mit Sonnenschein. Ja, das geht mir gar nicht. Wobei wir gestern auch wie ein bisschen richtig sehr dumm waren, ne? Mir hat den ganzen Tag die Sonne geschienen, aber der Wetter-App stand trotzdem die ganze Zeit stark bewölkt. Also keine Sonne. Aber es war eigentlich die ganze Zeit mit Sonne. Ich weiß auch nicht, was da los war. Keine Ahnung, was da. Ich weiß auch nicht. Was war die Prognose? Ganz halt bedeckt und so, der Himmel. Also Wolke halt, ne? Aber immer den ganzen Tag trotzdem Sonne geschienen. Aber trotzdem scheint nicht sonnig, sondern trotzdem bedeckt, obwohl Sonne geschienen hat. Junge, ich mir vor, die wollen mich doch verarschen, wollen die mich? Keine Ahnung. Ich muss ich einfach mal unbedingt deinstallieren, ey. Es gibt aber keine App, die genau ist. Das ist scheiße. Dann würde ich dann sagen, beende ich mal die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und tschüss.